Ja, dann nochmal zum Düngen und den Tropen. Also da ist halt, es zerlegt sich alles ganz schnell. Und deswegen ist ja das so toll mit der Terra Preta, was ja die Amazonas-Indianer, die ja aus wahrscheinlich eh durch die Spanier damals dann ausgestorben sind. Da gibt es ja diese Schwarzerden und das ist ja eben alles nur diese Holzkohle und Kompost im Grunde vermischt mit Speiseresten und natürlich auch Knochen, weil die haben natürlich auch von der Jagd gelebt oder was, ich glaube, Truthähne, weiß ich nicht, ob die im Amazonas hatten, weiß ich jetzt tatsächlich nicht, da will ich jetzt keine Märchen erzählen. Naja, auf jeden Fall, diese Terra Preta, Schwarzerde, die halt aus dem Holzkohle gemacht worden ist mit Kompost und Knochen etc. etc. Alles immer ist ja dort teilweise meterdick und ist praktisch ja 400 Jahre, 500 Jahre nicht mehr benutzt worden. Also da wurde nichts mehr angebaut, da ist der Regenwald wieder drauf gewachsen. Und wenn man das halt jetzt, hat man das dann irgendwann entdeckt und wenn man sowas findet, da kann man auf lange Sicht hin wunderbar Sachen anbauen. Weil eben der Boden total fruchtbar ist durch die Holzkohle. Nicht wie außenrum, wo das halt alles nicht ist, wo halt im Grunde kaum organisches Material ist. Also durch die starken Prozesse und den starken Niederschlag wird halt, ist der Gehalt an Huminstoffen und organischen Materialien in den tropischen Ländern eher gering. Also das weiß man ja vielleicht, hat man ja schon mal gehört, ja, gerade in Brasilien, wenn man jetzt geht, ist das ein alter Boden und der ist im Grunde total unfruchtbar im Amazonasbecken, weil das sind alte Böden, da ist ja alles schon rausgewaschen. Und eben da kommt praktisch von dem organischen Material fast nichts am Boden an, weil das praktisch die Blätter alle schon auf dem Weg nach unten sich irgendwo in die Orchideen und in die Bromelien und was da nicht alles da an den Bäumen ja dranhängt, da schon aufgefangen wird und da von den Viechern zerlegt wird. Und das sind also ganz schnelle Kreisläufe, wenn man das jetzt mal so, ja, ich glaube, das ist ein gutes Wort dafür. Das sind ganz schnelle Kreisläufe, wo dann eben das organische Material wieder zu Salzen zurückzerlegt wird. Weil es bleibt ja normalerweise von einer Pflanze ja nichts übrig. Sie wächst, produziert Sauerstoff und Zucker, Stärke und so weiter. Und wenn sie dann wieder verrottet oder von uns gegessen wird, irgendwelchen anderen Viechern, Bakterien, Pilzen und so weiter, das sind ja alles Lebewesen, die, oder Insekten, die ja Sauerstoff verbrauchen und Kohlenstoff wieder ausatmen. Also das ist halt, da bleibt nichts übrig. Also wir haben halt höhere Gehalt an Huminstoffen, weil wir eben nicht diese total starken Niederschläge haben und da reichert sich das natürlich auch ein bisschen an. Klar, wenn man natürlich keinen Fruchtwechsel mehr betreibt, dann oder reine nur Mais und das sind diese paar Maisstoppeln, die. So, ja. War der Film schon wieder rum. Aber hier halt, das ist halt das, wo ja, das Wasser oder die Brühe halt rausläuft von den Enden. Ja gut, ich meine, da ist Wasser und Dünger und ich meine, da werde ich auf jeden Fall was anbauen. Ich muss halt jetzt noch schauen, ob ich ein bisschen Hirse irgendwo auftreiben kann zum Aussehen, weil ich natürlich die Hirse sehr wenig Wasser braucht. Beim Mais, der braucht ja relativ viel Wasser. Und von dem her ist es dann natürlich. Vielleicht am Anfang kann man ja ein paar Maispflanzen hin tun und weiter hinten dann die Hirse und dann irgendwas anderes noch dazwischen. Die haben ja da so in Thailand so verschiedenste auberginenartige Pflanzen, die aber sehr kleine Früchte haben und grün sind. Aber das ist durchaus in Ordnung, weil sie haben hier sehr viele so Käfer, die dann da Eier legen und dann sind da Raupen drin. Und je schneller die Frucht natürlich reift, desto weniger lang sind da die Käfer am Fressen. Und wenn man da jetzt diese großen Auberginen wie bei uns in Europa hat, dann brauchen die viel zu lang und dann sind die natürlich von den Käfern total ausgehöhlt. Deswegen ist es schon sinnvoll mit dem Kleinzeug. Ja, also da habe ich dann schon noch was zu tun die nächste Zeit. Ich mag halt die Kälte nicht in Deutschland. Ja, darum bin ich jetzt hier.